Ja, glaube ich gleich. Und? So macht man das. Okay. Oft speichern hilft oftmals nichts. Okay, da sind ganz viele böse Menschen drin, die uns jetzt wahrscheinlich nicht hören, oder? Nein, die hören uns auch nicht. Das Spiel will mich doch gerade verarschen, oder? Jetzt haben sie mich bemerkt. Hallo? Kommt jetzt aber schon auch noch da raus, oder? Sag mal. KI setzt hier in der Mission komplett jetzt aus, oder was? Scheinbar ja. Scheinbar wirklich. Oh ja, die sind halt tot. Passiert. Nein, der hat mich bemerkt. Überraschenderweise hat der mich jetzt bemerkt. Okay, versuchen wir es mal mit der Faust. Ja, es sieht mich natürlich jetzt schon um die Ecke. Durch die Wand durch, was auch immer. Durch die Ecke. Gibt so viele Ecken. Boah, hier geht's auch nirgendwo weiter. So, ist hier noch irgendwas? Wenn ich schon mal ein besseres Blickfeld jetzt habe. Irgendwelches teures Silber, Porzellan. Irgendwas, das ich. Was ist das denn? Lässt sich da mit der Hunde raus oder was? Er bemerkt mich zum Glück gar nicht. Was ist denn das? Jawohl, er hat mich bemerkt. Toll, das haben sich beide bemerkt. Die kommen natürlich aus verschiedenen Richtungen, die Arschgesichter. Was ist denn überhaupt so ein Haus? Ich meine, drei Türen innerhalb von einem Bad. Drei Türen in zwei, drei Türen in einem Bad und nochmal drei Türen im zweiten Bad. Wer hat überhaupt so ein Bad? Ich bitte euch. Nummer eins. Nummer zwei. Ach, der ist da draußen eingesperrt. Draußen eingesperrt. Naja, ich bin auch immer draußen eingesperrt. Was werfe ich denn da jetzt weg? Langsam wird es kritisch, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Schmeiß noch so ein langes Magazin weg. Ach, jetzt kann ich auf einmal die Munition aufnehmen. Jetzt fällt ihm auf, dass das nur ein Feld braucht und ich das Feld schon belegt habe, irgendwie. Oh, mehr Westen, jawohl. Im Westen ist es am besten. Oder so, keine Ahnung. Das wäre dann so eine richtig gute Weste, ne? Ja, die auch so richtig gut viel wiegt dann. Bum, dum, 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 dum. Na, nimm. Den Typen da auf. Den Typen. Da also. Och nö, jetzt habe ich wieder. Doch, ich habe noch Platz. Das Spiel will ich nur bearschen und mir sagen, nur, oh, du hast nicht genug Platz. Geh sterben. Und ich wiege schon wieder zu viel, wie es aussieht. So, das können wir aber korrigieren. Da gehen wir jetzt noch nicht rein. Wir wollen uns noch mal diesen Schalter da angucken.
Also du stehst erstmal auf, sonst dauert es ja ewig. So, hoffen wir, dass die Türme uns da draußen nicht sehen. Okay, welchen Tor hat er jetzt geöffnet? Das Tor nicht. Hä? Was für ein Tor war denn das jetzt? Das wüsste ich jetzt gern, welches Tor das war. Hallo Tor! Okay, da wohl eher nicht so. Hier auch nicht. Ich glaube, ich weiß wo. Moment. Miau. Auch nur 2 Stunden. Miau. Nee, Moment, da hinten war ja auch keine. Hä? Das Tor gibt's doch gar nicht, was der da eben geöffnet hat. Nein. Ich bin verwirrt. Was für ein Tor war das jetzt? Kann ich es nochmal machen? Ich bin verwirrt. Was soll's? Wer bist du? Weißt du nicht, mit wem du es zu tun hast? Hilfe! Ich dachte, ich muss ihn jetzt erschießen. Was? Wieso kommt der jetzt? Er hat noch gar nicht wieder um Hilfe geschrien. Ich verstehe es nicht. Sehr merkwürdige Sache. Und jetzt kommt er natürlich auch noch, ne? Was passiert, wenn ich jetzt nochmal lade? Kommt er dann nochmal wieder oder war das jetzt ein unfälliger Unfall? Es war ein unfälliger Unfall, wie es aussieht. Gut. Okay. Versuchen wir es jetzt mal anders. Warten, bis der da wegguckt. Warten, warten. Er will nicht weggucken, ich sehe schon. Wer bist du? Weißt du nicht, mit wem du es zu tun hast? Ich habe Ramuel. Wie ist der Plan? Der Don hat bereits jemanden beauftragt. Der Mann nennt sich Rodriguez del Monte. Kann ich das auch tun, ohne dass der mich da totschießt jetzt dann technisch? Eher nicht so sex. Wer bist du? Weißt du nicht, mit wem du es zu tun hast? Hilfe! Oh. Ich habe Ramuel. Wie ist der Plan? Der Don hat bereits jemanden beauftragt. Der Mann nennt sich Rodriguez del Monte. Er wird dich am Stadtrand erwarten und Ramuel übernehmen. Gut. Sobald ich ihn abgeliefert habe, mache ich mich auf den Rückweg. Oh, der hat aber schönes Zeug dabei. Nö. Die fliegt jetzt eh raus. So, was haben wir da denn? Diamantring, ein Ding mit einem Diamant. Macht einen sehr teuren Eindruck. Na, hoffe ich doch. Teure Armbanduhr. Eine teure Armbanduhr. Scheint definitiv kein billiges Plagiat zu sein. Habe ich nicht noch irgendwas Wertvolles von dem jetzt aufgesammelt? Ich meine, außer die Knarre eben. Ach ja, richtig, noch so eine Platinum-Card. Eine allein reichte nicht. So. Nur wie nehme ich den jetzt auf? Und muss ich den aufnehmen? Was ist mein nächstes? Ach nö, Moment. Ah, ich hasse diese Unterbrechungen. So, und ich muss den jetzt ernsthaft dahin bringen. Och nö. Vor allem wie? Ich muss hier irgendwo durch. Ich habe irgendwo eine Tür geöffnet. Aber wo? Ne, da komme ich gar nicht hin, weil da Büsche stehen. Muss ich mich wirklich da durchballern, oder was? Ist da eine Tür aufgegangen? Nein. Toll, das heißt also, ich darf doch noch einen ganzen Haufen Leute erschießen. Schön. Und ich muss herausfinden, wie ich Leute tragen kann. Nein.
9. Okay, darum mache ich mir nachher Gedanken. Was könnte denn damit anfangen? Hä? Hey? Ich kann ihn anwählen, aber nichts mit anfangen. Das verwirrt mich auch schon wieder. Nein, der kommt nicht. Gut. Ach, dann wollen wir es eben mal tun. Das interessiert sie natürlich nicht. Warum auch? Da schießt jemand aus. Stefan hat es nicht gerufen, von daher. Kann es nicht wichtig sein. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie herausfinden, wie man Leute trägt. Ich habe schon wieder so Angst mit solcher Musik. Die habe ich doch schon hier, die Munition. Erzähl mir nicht, dass ich das nicht mehr tragen kann. Das kann ich hier gar nicht ausstehen. So, das nehme ich auch noch mit, weil Munition brauche ich vielleicht irgendwann mal wieder. Eher nicht. Ungefähr nie brauche ich die. Ich bin übrigens überladen. Aber das macht nichts. Nein, die. Nein, ich kann natürlich auch auf der Hand. So, jetzt können wir mal herausfinden, wie ich Leute trage. Muss ich da vielleicht auf die Hand wechseln? Ich arbeite hart daran. Okay, nein. Auch nicht, nö. Also auch nicht, nein. Wie trage ich den Typen jetzt da raus? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich boxe dich um. Nein, das ist es glaube ich nicht so direkt. Ich nehme auch nicht an, dass es ausreicht, wenn ich... Tastenbelegung. Steuerung rechts. Wer benutzt die rechten Tasten für sowas? Aha, Steuerung rechts. Wer kommt auf Steuerung rechts? Ich meine, sowas macht man doch normal mit Steuerung links. Alles links. Die rechte Hand liegt auf der Maus. Nicht hinterfragen, einfach rauslaufen. Ach. Ganz schön fett, weißt du das? Moment, ich kann Schleichen aktivieren, während ich... Nein, kann ich nicht. Aber ich kann marschieren. Marschieren, mhm. Ja, Marschgepäck. 50 Kilo. Ja, sagen wir mal 60. Übrigens stinkt da die Unterhose. Geht so mal gar nicht. Habe ich das Türchen da vielleicht geöffnet? Nee, hey. Welches Tor habe ich da verdammt nochmal geöffnet? It's a magic door. Vor allem, warum ist hier so ein großes Tor? Warum bin ich nicht einfach hier reingegangen? Ach, das Tor habe ich geöffnet. Ah. Natürlich, wusste ich gleich. Ich habe es gleich gesehen. So, eine Folge abgeschlossen. So, eine Folge abgeschlossen. Elimine Gegner 27, Erfahrung 1058. K.O. geschlagen Gegner 2, Erfahrung 270. Am Leben gelassen Gegner 14, Erfahrung 1038. Missionsziele abgeschlossen. Ramul entführt. Drogenküche Inspektion zerstören. Ramul das Anwesen heraustragen. Gefundene Dinge 3 von 4. Gesamterfahrungspunkte gesammelt. 2812. Bin ich gut.
Wir kommen wieder ins Büro übrigens. Na komm. Keine Hektik, wir haben Zeit. Immer ruhig bleiben. Ist Ramuel gut angekommen? Wissen wir schon was Neues? Nein, noch nicht. Der Don hat sich um Ramuel gekümmert, aber es gibt noch keine Neuigkeiten. Nutze die Zeit einfach und kümmere dich um deine Ausrüstung. Ja, keine Nachrichten sind auch erstmal gute Nachrichten, ne? So, wir packen jetzt die Karte aus. Die irritiert mich gerade so ein bisschen. So, Munition. Ich hab hier so ein bisschen was. Okay, das brauche ich. Das ist dafür, ne? Ja. Gut, das heißt, die brauche ich nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich einen gigantischen Vorrat an Munition über dem Haus bunkere? Wie in der Realität. Fühlt man sich gleich viel heimischer, wenn man so einen Haufen Munition rumliegen hat. Die man dann nie braucht. Oder nie benutzt, oder wie auch immer. Oh, allein durch das weggelegene Munition bin ich jetzt fast schon wieder tragfähig. Aber was soll ich mit diesen Schlüsseln hier machen? Oder waren das die Haustürschlüssel? Oder waren das die Schlüssel für diesen Dingsbums-Ding? Ich weiß es nicht. So, wir setzen uns erstmal ordentlich in den Sessel. Oh, ist fast so gut wie aufs Klo zu gehen. Was haben wir denn noch so überhaupt? SA-80. Kennen wir alle schon. Ich nehme nicht an, dass ich hier Waffen ziehen kann, nein. Es wird auch nicht angezeigt, was für Waffenmodifikationen ich drauf habe. Nur, dass ich eine drauf habe. Gut, dass wir das mal festgehalten haben. Dauert auch gar nicht lange so, da in diesem Sitz zu sitzen. Aber so lange kann ich hier noch ein bisschen Umverteilung machen. So sieht es auch schon viel aufgeräumter aus. Apropos aufgeräumter, wir können jetzt weiter skillen. Und zwar machen wir als letztes Mal Technik noch hoch. Und Gewehre machen wir auch gleich voll. Nahkampf, ist das nicht irgendwie immer vernichtend? Wir können auch wegen unserer Barbie-Puppe begutachten. So ein altes Design ist schon. Da, wo man sie die Augen noch mit ausstechen konnte. Einige erinnern sich vielleicht. Wie ist überhaupt der Zustand unserer Waffen so? 99%, 99%, 98%. Was war das denn jetzt? Ha, cool. Ich stehe auf und sitze gleichzeitig. Ich kann im Sitzen stehen! Oder kann ich im Stehen sitzen? Ich bin mir nicht so sicher. Dumm-di-dumm. Wir gehen mal zum Pfandleier. Oh, U4. Geh mal hin. Das aktuelle Angebot. Ja, was hast du denn so aktuell? Hässliche Mäntel, toll. 1250. Und nochmal 1250 und nochmal Pornhefte. Und die Schlüssel kann ich nicht verkaufen. Ich brauch sie also nicht mehr, toll. Schön, dass wir mal drüber geredet haben. Wofür auch immer die gut waren. Ich kenne sie nicht. Ich dich auch nicht, aber deswegen. Das wird uns all dein Geld geben. Ha, ich bin noch reingekommen. Womit kann ich dienen? Das ist schon mal nur Schrott, aber du kriegst mal das und das und du kriegst mal das. Und die Magazine kriegst du und die Schlüssel willst du auch nicht. Und dann noch mehr Waffen. Und noch mehr Waffen. Und noch ein Schwung Waffen. Und dann muss ich selbst mal kurz gucken. Und zwar, wir ziehen mal. Okay, da passt nur einer drauf, da kann ich gar nichts. Das kleine waren diese billigeren Varianten, ne? Ja. Was ich schon finde, passt auch wieder nichts. Na toll. Ah, Sie sind es. Ich freue mich, dass Sie mich besuchen. Ja, ich freue mich auch immer, wenn ich dich besuche, vor allem wenn du mir Geld gibst. Du scheißt mich jedes Mal, habe ich das Gefühl. Er ist beladen mit Waffen, ey. So, das ist Lapula Magum. H
hat er nicht so viel, wie es aussieht. Ich kaufe noch eine Ladung Schrot. So, ich glaube, die hatte ich sogar noch. Trommelmagazin. Hm. Das wäre so eine volle Weste. Ich kaufe mal so eine volle Weste, weil. Handanzug. Ich bitte dich. Bisher nicht gebraucht, brauche ich auch weiterhin nicht. So. Ich meine, wir haben ja so ein bisschen Geld, das ich nie ausgeben werde. Weil ich einfach 10-mal so viel unterwegs finde, als ich jemals ausgeben könnte. So war denn jetzt der Eingang. Man könnte natürlich auch einfach durchs Tor gehen, aber da ist bestimmt abgeschlossen, weil die wollen alle unbedingt verhindern, dass ich da reinkomme. Bestimmt. Rein da. Mal gucken, was der so hat. Lass mich dir zeigen, was ich Interessantes habe. Ja, wahrscheinlich nichts, aber. Ja. Ach, das ist G11, kenne ich schon. Was ist das denn? Unterschallgeschoss. Nee. 338 hat er nicht. Nö. Hat sich total gelohnt, mal wieder hierher zu kommen. Total überhaupt nicht, vor allem. So, und weiter geht's. Wir marschieren weiter nach da drüben. Hier steht irgend so ein fetter Kerl am Kiosk. Ich kenne sie nicht. Der hat